Einen wunderschönen guten Tag. Es ist mal wieder Mittwoch und damit ist wieder Zeit für frischen Wind in deiner Beziehung. So heißt im Moment mein Format ja noch. Es werden Änderungen kommen. Das habe ich ja schon ein paar Mal jetzt angedeutet. Ich werde ab November ein bisschen mehr starten und auch dir auch konkreter erzählen, was ich vorhabe. Aber heute konzentrieren wir uns erstmal auf das Thema, was ich dir mitgebracht habe, nämlich Verpflichtung versus Verbindlichkeit in Beziehung. Da gibt es ganz oft immer Missverständnisse und daraus entstehen auch immer ganz viele Probleme. Und das Thema möchte ich mit dir ein bisschen genauer beleuchten, aber nicht nur beleuchten, weil wir machen ja jetzt hier nicht irgendwie eine Therapiesitzung, wo ich dir oder eine Vorlesung, sondern wie du das ja von mir schon kennst, möchte ich dir einerseits ein bisschen den Input geben aus meiner Erfahrung heraus und auf der anderen Seite dir aber natürlich auch gleichzeitig Lösungsansätze liefern, wie du es schaffst, deine Antworten zu finden, deinen Weg da drin zu finden und natürlich euren Weg als Paar da drin zu finden. Also darum geht es mir und deswegen lass uns bitte einstarten in das Thema. Und zuallererst vielleicht, bevor ich von meiner Seite aus mal erzähle, ist für mich natürlich wichtig, was ist denn eigentlich deine eigene Haltung dazu? Und vielleicht auch nochmal ganz spannend dazu, auch wie ist dein Gefühl dazu eigentlich? Also was bedeutet eigentlich für dich selbst Verpflichtung? Was heißt das für dich? Was ist dein eigenes Gefühl dazu? Was ist umgekehrt aber auch Verbindlichkeit für dich? Was bedeutet das eigentlich überhaupt für dich? Was verstehst du darunter? Wir denken immer, es gibt eine Legaldefinition. Nö, gibt's nicht. Es ist mir immer wichtig, was ist eigentlich deine eigene Definition davon? Und was ist die deines Partners, deiner Partnerin? Darüber solltest du mit deinem Partner und deiner Partnerin vielleicht auch mal sprechen. Verpflichtung, Verbindlichkeit. Was heißt das überhaupt? Und wie fühlt sich was davon für dich an? Und wo spürst du das in deinem Körper? Und das ist mir ganz wichtig, auch erstmal überhaupt vorneweg. Du hast ja im letzten Video, in der letzten Woche oder auch in der Podcast-Folge, wo ich auch nochmal dir eine Übung gegeben habe, wo es mir stark um das Fühlen ging. Also wo ich gesagt habe, Verbindung zwischen Kopf und Herz und Gefühl. Darauf möchte ich immer mehr Wert legen, dir jetzt auch in den Videos das zu bringen, weil die Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, mit denen ich arbeite, da scheitert es in der Regel nicht am Wissen, sondern es ist immer eine Gefühlssache, die meistens sich draufgelegt hat und die schwer macht. Und deswegen geht mir das natürlich auch darum. Aber wir müssen natürlich, das habe ich letzte Woche genug erzählt, da verlinke ich dir das auch gerne nochmal dann hier im Abspann, da möchte ich gerne die Verbindung zwischen beiden haben. Also, was ist deine eigene Haltung überhaupt dazu und was ist dein eigenes Gefühl? Und ja, Verpflichtung. Lass uns damit vielleicht mal beginnen. Also ich erlebe immer wieder, dass es für die meisten Menschen, das kenne ich von mir selbst übrigens natürlich auch, also weißt du ja schon, ich erzähle auch immer gerne aus meinem eigenen Leben, nicht um dir zu sagen, boah, wie ging es mir da, sondern einfach auch als Lernmöglichkeit und nicht um mich hier hinzustellen zu sagen, boah, ich habe das alles und habe gar keine Schwierigkeiten, sondern einfach zu sagen, ey, ich kenne die Themen, ich kenne sie von mir persönlich und ich kenne sie aus meiner Arbeit. Also Verpflichtung, was ist denn das für ein Gefühl? Für die meisten von uns fühlt sich Verpflichtung erstmal nach etwas an, was schwer ist. Es ist uns eine Pflicht auferlegt. Wir sind zu etwas verpflichtet. Also wenn wir mal so ein bisschen in die Wortspielereien reingehen, ist es ja schon letztendlich vom Wort alleine her so eine gewisse Schwere drin. Und deswegen wird es für die meisten, wenn sowas wie eine Verpflichtung, auch das Gefühl der Verpflichtung in einer Beziehung da ist, wird es schwer. Also wenn es sich danach anfühlt. Und das ist häufig, wenn es darum geht, dass man sagt, naja, wir müssen die Zeit zu zweit machen oder oh Mensch, wenn bei mir die Paare sind und es geht darum, eine bestimmte Gesprächsform, das Zwiegespräch zu machen, oh, wir müssen noch das Zwiegespräch machen, oh, der Haushalt ist zu machen, die Steuererklärung ist zu machen, die Urlaubsplanung ist zu machen, die Kinder sind zu versorgen. Das fühlt sich dann häufig so nach einer Verpflichtung an. Und da kommt dann die Schwere rein. Und gerade dann, wenn es darum geht, in einer Beziehung Veränderung zu erreichen, nutze ich immer gerne so das Wort einerseits der Verbindlichkeit, aber in letzter Zeit auch immer mehr das Wort der Konsistenz. Auch dazu sage ich dir gleich nochmal ein bisschen was. Also Verpflichtung erstmal letztendlich häufig kriegt es für uns so ein Gefühl von einer gewissen Schwere, weil wir uns dazu verpflichtet fühlen und denken, ich habe ja gar keine andere Chance, ich muss es ja machen oder einer von uns muss es ja machen. Stimmt, sehr wahrscheinlich am Ende des Tages ist es so, aber bist du das? Musst du das sein? Müsst das einer von euch beiden sein? Oder gibt es auch noch eine ganz andere Lösung? Also, ne, so, das ist so dieses Thema mit dem schönen Thema Verpflichtung. Haushalt, Kinder, Finanzen, die anderen Beispiele habe ich ja gerade eben schon gesagt, wenn es um die Urlaubsplanung geht und, und. Also, das sind so die Dinge. Was meine ich umgekehrt aber vielleicht mit dem Thema der Verbindlichkeit? Ihr habt
dazu auch schon mal ein Video gemacht, deswegen habe ich gerade noch mal ein bisschen innegehalten, musste gerade schnell innerlich meine Bibliothek durchgehen, zu dem Thema Lippenbekenntnisse. Das möchte ich mal gleich in diesem Kontext direkt aufgreifen, weil Verbindlichkeit heißt für mich, dass ich mit den Dingen, die ich zusage, mit den Dingen, die ich gesagt habe, dass ich die übernehme, dass ich die tue, dass ich da auch verbindlich in meinem Handeln bin. Und ich weiß nicht, ob du den Unterschied, wenn du das Wort mal für dich nimmst, spüren kannst, dass das eine andere Kraft gibt. Weil es hat wieder die Kraft, dass du selbst ja entschieden hast, in dem Moment zu sagen, ich mache das. Und es ist nicht einfach irgendwo entstanden, sondern es ist eine gewisse Verbindlichkeit, wo ihr Absprachen getroffen habt. Und du hast gesagt, okay, ich übernehme das. Ich kümmere mich eher um die Kinder. Ich mache mehr die Urlaubsplanung. Ich kümmere mich mehr um die Steuererklärung oder die Finanzen, die Hausfinanzierung, was es auch immer ist. Und da finde ich es immer ganz wichtig, gerade wenn du dich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin auf den Weg der Veränderung machen willst, bitte, und das, da komme ich jetzt auf die Lippenbekenntnisse zurück, bitte versprich nur das, wo du auch wirklich zu stehen kannst. Sei verbindlich, sei verlässlich. Das ist das der eine Part, den ich ganz, ganz wichtig finde, da zu sagen, es braucht diese Verbindlichkeit, weil ansonsten ist das, puh, das hat keine Halbwertszeit. Also bitte nur das auch zusagen, wo du wirklich hinterstehst. Das ist für mich Verbindlichkeit. Dagegen, das, was ich dir eben gerade schon gesagt habe, was so für mich neu nochmal oder jetzt stärker noch mit hineinkommt, ist so in letzter Zeit das Thema der Konsistenz. Viele denken ja immer, gerade wenn es um Veränderungen geht, wenn man in einer Krise ist, man möchte wieder entdecken, liebe ich den anderen eigentlich wirklich noch oder man möchte wieder die Liebe neu entfachen und, erlebe ich es ganz häufig, dass Paare anfangen, so in 7 Meilenschritten unterwegs zu sein. Und nochmal gekoppelt an die Lippenbekenntnisse, guck, was ist dir eigentlich überhaupt wirklich möglich, weil du hast ja vielleicht noch andere Themen, die um dich herum sind, wo tatsächlich ja echte Verpflichtungen sind, wie dein Arbeitsplatz vielleicht, wie vielleicht irgendwelche Ehrenämter, die du übernommen hast, vielleicht auch natürlich die Kinder, die versorgt werden sollen und müssen, also solche Sachen dann halt auch. Also deswegen bitte nur das versprechen, was dir auch möglich ist. Und da kommt die Konsistenz dann wieder jetzt mit ins Spiel. Wenn es nur kleine Schritte sind, dann sind es nur kleine Schritte. Jetzt wäre die Frage, was sind kleine Schritte? Aber egal, wir wollen nicht philosophisch werden. Kleine Schritte. Dann sei aber auch bitte so dabei, dass du die regelmäßig gehst. Das meine ich mit Konsistenz. Dranbleiben, regelmäßig tun und nicht irgendwo mal zu sagen, ich mache jetzt mal eine Woche Tabula Rasa und reiße hier alles vom Hocker und dann ist wieder nix und dann ist wieder ein Monat später wieder. Das hat keine Halbwertszeit. Und das ist das, was ich immer mehr erlebe, egal ob es jetzt mit Menschen ist, die bei mir in der Praxis sind oder ob ich mich mit lebensälteren Menschen auch unterhalte und sage, Mensch, was ist denn eigentlich bei euch so in der Beziehung? Was ist so das Positive und was hat euch geholfen? Es sind in der Regel, und da habe ich auch schon oft genug darüber gesprochen, die kleinen Dinge. Die aber regelmäßig, denen regelmäßigen Platz zu geben. Also deswegen Verbindlichkeit, nur das sozusagen, wo du wirklich auch hinterstehst und dann aber auch eine gewisse Konsistenz zu haben, da auch am Ball zu bleiben. Also das finde ich ganz wichtig. Das ist mal so als Unterschied. Jetzt hatte ich dir gesagt, ich möchte natürlich auch ein bisschen konkreter werden für dich. Natürlich ist jetzt ganz wichtig, alles das, was ihr vielleicht mal als Paar, als Absprachen entweder bewusst getroffen habt oder, das erlebe ich viel, viel häufiger, unbewusst getroffen habt, nichts davon ist unendlich. Nichts davon geht bis zu eurem Lebensende. Ja, ihr habt euch vielleicht vor dem Getraualtar das Jawort gegeben bis zu eurem Lebensende. Aber das heißt doch nicht, dass eure Rollenverteilung, dass wie ihr die Aufgaben aufgeteilt habt, dass das, wie ihr miteinander lebt und umgeht, was eure Zeit zu zweit anbetrifft, was eure Sexualität anbetrifft, dass das bis zu eurem Lebensende genauso bleiben muss, wie es jetzt war. Wenn einer von euch beiden damit nicht glücklich und zufrieden ist, wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte da was dran ändern, dann heißt es doch auch bitte schön, da neu zu verhandeln. Und es klingt jetzt so ein bisschen plump. Manchmal, ich sage das auch schon immer bewusst, wenn ich solche Fragmente rausnehme und darüber spreche, klingt das manchmal so verkopft. Ich meine das überhaupt nicht verkopft. Das ist, natürlich ist die Liebe, das Gefühl und das Ganze mir auch wichtig. Aber trotzdem dürfen wir auch Anleihen aus anderen Bereichen nehmen. Und wenn wir mit irgendwas nicht zufrieden sind, heißt es, das erstens anzusprechen und zweitens dann auch neu darüber zu verhandeln und zu sagen, du, das, was wir vor ein paar Jahren vielleicht mal miteinander abgesprochen haben, das gilt jetzt nicht mehr für mich. Das passt nicht mehr für mich. Ich brauche da eine Veränderung. Also das ist ganz, ganz wichtig, da einfach auch dann neu zu verhandeln. Und ich empfehle ja immer bei solchen Sachen, also ich nutze ja so eine Metapher und sage immer, wie will ich Beziehung eigentlich überhaupt leben? Da habe ich mal ein Video zu gemacht, die Wunschbeziehung. Und da sage ich auch jedes Mal, macht doch einmal im Jahr so ein Update, verhandelt neu, sprecht neu, gilt das überhaupt noch? Und nichts ist selbstverständlich. Also, das, auch das, ne? So, dass wir nehmen vieles so selbstverständlich hin.
Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr dann auch anfangt, neu zu entscheiden und neu zu verhandeln. Weil am Ende des Tages geht es doch darum, dass du für dich, aber ihr auch gemeinsam als Paar dann Entscheidungen trifft. Und dann schaut, was ist für mich jetzt stimmig und richtig. Und wenn du dann sagst, okay, in einem Jahr unterhalten wir uns da wieder mal neu und gucken, ist das immer noch stimmig, dann ist das einfach ganz wichtig. Und jetzt treffe ich erstmal die Entscheidung, ein Glas Wasser zu trinken. Weil ich merke, dass meine Stimme gerade so ein bisschen kratzig wird. Gut, also das ist mir ganz wichtig. Entscheidung treffen, neu verhandeln und dann bitte am Ende auch Entscheidung treffen. Weil das erlebe ich auch. Natürlich bin ich mit meinem Job immer generalverdächtig und dann heißt es immer, ja, Olaf, bei dir geht es immer ums Quatschen. Und dann sage ich immer, ja, na klar, auch. Aber nicht nur. Tun, handeln, Entscheidung treffen, weitergehen, neue Erfahrungen sammeln, das ist doch ganz wichtig. Also das heißt, trefft Entscheidungen nach euren Verhandlungen, sammelt neue Erfahrungen. Und guckt dann, stimmt das eigentlich wirklich? Und fühlt sich das gut an? Oder war das eine nette Idee und die war aber eigentlich totaler Blödsinn? Dann bitte wieder neu verhandeln und sagen, okay, das war es irgendwie jetzt auch nicht. Ne? Also das doch bitte nicht so verkrampft zu sehen. Neben dem Gefühl und neben all dem, was drin ist, möchte ich auch eine gewisse spielerische Leichtigkeit auch in der Beziehung irgendwo erleben. Also ich in meiner jedenfalls definitiv. Und ich denke mal, da wird es dir nicht anders gehen als mir. Und dann ist, darüber habe ich schon mal ein extra Video gemacht, deswegen das nochmal als Erinnerung. Auch das werde ich dir später hier nochmal verlinken und in den Shownotes beim Podcast hast du es ja dann sowieso auch gleich. Ich finde das Thema, wenn man so das Gefühl hat, okay, der macht eigentlich was, dann gilt es auch zu gucken, was braucht es einerseits als Ausgleich. Also gibt es irgendwo was, wo man sagt, da brauchst du einen gewissen Ausgleich und das kann immer unterschiedlich sein. Dass ihr beide das Gefühl habt, wir tragen beide zu uns, zu unserer Familie dabei. Und haben beide so das Gefühl, ja, dadurch haben wir eine starke Beziehung, dadurch haben wir ein starkes Wir. Das ist einfach wichtig. Und da kann es manchmal sein, dass man irgendwo einen Ausgleich braucht noch. Und so ein Ausgleich kann vielleicht auch einfach sein, dass dieses Thema der Wertschätzung, der Achtung, des Respekts nochmal viel, viel stärker herauskommt. Dass man das, und das erlebe ich bei mir halt häufig auch, dass die Frauen, leider Gottes, wenn sie zu Hause sind, also wenn wir mal so dieses klassische Rollenmodell, und das ist halt immer noch zu Großteilen so, wenn die Frau zu Hause das alles schmeißt, den ganzen Laden, dass das nicht mehr wertgeschätzt wird, dass das als Selbstverständlichkeit angenommen wird. Und hey, sorry, liebe Männer, jetzt mal an euch oder liebe Frauen, wenn ihr in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt und ihr da auf der Seite seid, nee, das ist nicht okay. Wertschätzt das, was von jedem von euch beiden ein beigetragen wird. Und seht es nicht als Wettbewerb an. Ich habe heute eine Mail gelesen noch, genau, da stand das auch so drin, dass das Paar einen Wettbewerb miteinander hat und dass das mehr wertgeschätzt wird, was er macht, als sie. Und dass das, was sie beiträgt, gar nicht wertgeschätzt wird. Was ist das für eine Basis? Was ist das für ein Fundament für eine Beziehung? Also das ist, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr am Anfang angefangen? Habt ihr da auch sowas gemacht? Also manchmal bin ich auch ein bisschen unverständlich so, also bei allem Verständnis, was ich habe durch die Erfahrung, aber manchmal bin ich dann da und stehe da auch wie so, ja, mit einer kindlichen Naivität und denke, ey, wieso macht ihr das jetzt eigentlich so? Also fragt euch das vielleicht auch mal mit so einer Naivität. Warum machen wir das jetzt hier eigentlich so? Was ist denn hier eigentlich der Hintergrund, dass wir uns so verhalten und uns hier vielleicht so bekabbeln? Weil dann habt ihr vielleicht auch eine Chance, näher an das heranzukommen, worum es euch vielleicht gerade in dem Moment wirklich geht. Also, Ausgleich ist daneben halt auch ein wichtiges Thema. Ja, das war so das, was ich dir heute mit auf den Weg geben wollte. Ich sehe jetzt im Moment noch keine Fragen, habe ein paar Daumen hoch, das finde ich immer schön. Wenn Fragen sind, immer in den Kommentar reinschreiben. Als Podcast-Hörerin, als Podcast-Hörer kennst du das Spielchen schon. Schick mir bitte gerne eine E-Mail an beziehung@olaf-schwantes.de. Ich lese jeden Kommentar, wirklich jeden Kommentar und auch jede E-Mail. Ich werde vielleicht nicht immer antworten. Manchmal nehme ich die Antwort mit in einem Video hinein. Das gucke ich einfach mal. Und wenn du sagst, du möchtest regelmäßig von mir weitere Impulse haben, außer jetzt die Impulse, die es hier in der Woche einmal in der Woche gibt, Video oder Podcast, dann trag dich gerne bei mir in den Beziehungsimpulsen rein. Da zähle ich auch immer noch mal ein Stück weit einerseits aus meinem Leben, aber auch aus meinem Praxisalltag und gebe dir ganz konkrete Beispiele und auch ein bisschen mehr darüber hinaus manchmal, dass ich es jetzt hier in den Videos unterbringen kann. Und ja, das ist mir dann ganz wichtig. Also trag dich da gerne ein. Ja, hallo Christel. Ja, das freut mich, dass das ein guter Impuls für dich war. Super. Ganz liebe Grüße an dich und war schön, dich in der Schweiz, in Zürich mal wiedergesehen zu haben.
Ja, prima. Soweit, wenn Fragen auftauchen, immer gerne reinhauen in die Tasten. Wenn du sagst, ey Olaf, ich sehe das komplett anders, schreib es mir bitte auch. Lass uns diskutieren. Nochmal, ich habe hier nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich gebe dir einfach meine Erfahrung hier weiter, möchte dich dazu animieren, deine eigenen Erfahrungen zu machen, deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Also in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit und wenn du Lust hast, sehen und oder hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dein Olaf Schwantes. Ciao.